Thank you.
So, da haben wir doch mal unser erstes Hochbeet. Also wir machen da gar keinen großen Hype draus. Das sind einfach Bretter, 30 mm ungefähr stark, gefüllt mit alten Gartenzaun. Dann haben wir da so ein Lochband, dass es nicht auseinander geht. Da kommen wir jetzt dann Holzhäcksel drauf, Erde oben drüber und fertig ist die Musik. Da ist unser Gewächshaus. Das ist schon fast fertig. Zumindest jetzt einmal außenrum. Im hinteren Teil haben wir jetzt eine ganz einfache Bodendeckelschalung gemacht. Mit Bretter 20 mm. Da hinten haben wir die dann Bretter und dann einfach so schmale Leisten oben drüber. Jetzt fällt nur die Tür. So schaut das Innere aus. Es fällt ja jetzt da oben auch nur ein Lochband, damit es windsteifer wird. Ansonsten die Kanthölzer sind alle wegen unterschiedlichen Höhen, weil die Fensterscheiben mal wegen unterschiedlich waren und mir jetzt da nicht unbedingt Fensterscheiben um 3 cm abschneiden, weil da ist das Risiko, dass die brechen, doch relativ hoch. In dem Bereich hinten und die nächste Woche noch einen Schotter abholen. Schau, vielleicht kann man so mitsamt mir. Müssen wir nächste Woche noch einen Schotter holen. Da werden wir ein paar Pflastersteine legen, weil man da kommt der Entenstall dann hier, weil die Enten jetzt dann in dem ganzen Bereich wohnen. So machen wir eben außen Hochbeete. Sonst trampeln die uns das ganze Gemüse zusammen und das ist dann auch nicht so optimal. Die Kamera ist schwer. Ja, da kommen wir jetzt dann rechts und links die vor allem Tomaten rein. Ist jetzt auch noch nicht hektisch, viele haben ja schon welche, aber es ist nachts doch nur kalt, halt war es wieder richtig kalt, 7 Grad oder so. Also da wohnen die Tomaten da innen noch ganz gut. Außenrum wird jetzt da nur angefüllt. Muss ich aber den Motorschub kann wieder mit rübernehmen. Ja, und so ist dann eine Woche bei uns. Wir haben jetzt nur Holz geschnitten. Das seht ihr dann im nächsten Video für unser Ferienhaus. Um das. Die Fenster einzubauen und die Wände, also das war jetzt dann das nächste Projekt, was wir fertigstellen müssen, damit wir das entweder vermieten oder verkaufen können. Das sehen wir, wie es kommt. Ja, da von wegen hier, es trocknet alles aus, ne? Es ist so fürchterlich trocken, dass man gleich drin stecken bleibt. Wir haben jetzt also das Holz da ringsrum. Komplett haben wir alles selber geschnitten und haben jetzt dann vom, ja, auf jeden Fall haben wir jetzt dann ich blende es euch unten ein, haben wir Sägebänder bestellt. Die waren sogar mit die günstigsten. Sind spezielle Zahnung, die blende ich auch mit ein. Ist halt speziell für trockenes Holz oder Hartholz. Hat wunderbar funktioniert, also man hat auch gerufen und tipptopp. Ja, dann habt ihr ja gesehen, mein Eichhörnchen, wo ich da geschnitzt habe. Das ist so entstanden, dass mich eine Frau in Deutschland drüben gefragt hat, ob man das schnitzen kann. Habe ich es einmal probiert. Das muss ich jetzt dann nur schleifen und ölen und es wird dann auch ja, zeigen. Und das wollen wir dann auch auf unserem Balkon im Ferienhaus
die Säulen praktisch geschnitzte Säulen machen. Werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich denke, das wird den einen oder anderen interessieren. Die Echo-Säge funktioniert jetzt soweit ganz gut. Kann man nicht beschweren. Es hat sich die Schrauben vorne, wo das den Kettendeckel hält, hat sie gelöst. Die haben wir wieder reingeklebt und dann geht es jetzt wieder. Also nicht der Rede wert. Ketten habe ich jetzt beim Sägenspezi bestellt. Geht auch, also habe ich schon eine bestellt vom für die Stiel, für die 251 haben wir ja da. Die ist ja fast gleich wie die 261. Also wer nicht unbedingt jetzt professionell im Forst arbeitet oder so, reicht die alle mal aus. Und ich kann jetzt keinen Nachteil an den Ketten oder an dem Schwert erkennen. Also es geht wunderbar. Es verbraucht sich wie ein Original genauso. Man findet auf der Internetseite recht schön nach Marken, nach Größen aufgeschlüsselt. Kann mir nichts dagegen sagen. Ist jetzt auch keine Werbepartnerschaft oder so, überhaupt nicht, haben wir nicht. Ist halt einfach Information. Das soll es geben nur in YouTube. Ne? Nicht mehr oft, aber es wird es geben. Weil die meisten Kanäle ja leider so komplette Werbekanäle mutieren. Ist ein wenig schade, weil das mittlerweile das ganze soziale Medien. Das ist ja nur noch eine bessere Werbeveranstaltung. Da kann man, wenn wir schon unterwegs sind, es wird langsam finster, aber macht nichts, ich habe Licht an der Kamera. Kann ich euch das mal zeigen? Ich muss jetzt noch den Kompressor mal raufziehen. Das ist der einzige Nachteil, dass wir da keinen Strom haben. Das ist unser Sägewerk, hatten wir ja schon mal in einem Video. Lumak und das sind eben die neuen Sägebänder. Ja, tun was sie sollen. Sie schneiden Holz. Da schaut uns noch so ein Hund an. Schau da. Steht da und freut sich. Komm, Jackie, komm mal. Meine Frau ist jetzt gerade dabei, Enten auszubrüten. Das werden wir jetzt im nächsten Video. Was da rauskommt, sie wird es euch dann jetzt einmal zeigen. Also nicht die Enten selber brüten, nicht. Zeig ich, komm. Ja, komm. Brüten selber nicht, also müssen wir es Kunstbrut praktisch machen. In dem anderen Gewächshaus ist auch noch Winter vom Prinzip her. Wir haben da bloß so ein Regal gebaut und da steht nur alles. Wartet aufs Hinauspflanzen. Es ist aber auch da noch nicht notwendig. Es wird bis einmal Herbst ist. Weil auch das Zeug alles fertig sei. So, unsere Hühnerklappe zumachen. Die hat auch noch keine am Strom angeschlossen. Schau, ob die Hühnchen alle da sind. Seid ihr alle da? Ja. Schau mal. Da ist eine ganze Reihe Hühner. So viel 6, 7. Da hinten sind nochmal 6 Stück. Wollen wir die in ihrer Nachtruhe nicht stören, ne? Kann man auch streicheln, ne? Ja. Alles gut. Ups. Ja, seit wir den Hahn haben, ist da echt Ruhe mit Greifvögeln und so weiter. Finde ich gut. Und das Netz haben wir jetzt da nur so gelassen. Haben die dann doch ein wenig eine Chance, dass sie sich da unten verstecken können?
weil wir doch da Habicht und was weiß ich nicht alles haben. Ja, und mit den paar Bildern verabschiede ich mich dann für die Woche vom Video. Wünsche euch schöne Wochen und bis zur nächsten Woche.